Die Challenge ist unterhalten. Sehr schön. Wir sind bei 188 Marmkills. Wir machen jetzt den nächsten. Und wir machen random. Eve. Wir spielen eine Runde mit Eve. Und starten mit Technology. Machen wir einen Technology-Run? Ich muss aber niesen. Machen wir einen Technology-Run mit Eve? Das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Ich stehe ja auf Technology nicht mehr so. Ich finde, Technology ist so zum Start mal ganz nett. So, wenn man Isaac so zum ersten Mal spielt. Es ist halt ein 35%iger Damage Down. Das heißt, wir müssen jetzt nach richtig vielen Damage Upgrades gucken. Und ganz wichtig, Whore of Babylon Effekt. Der muss unter allen Umständen muss der jetzt her. Weil wenn wir den Whore of Babylon Effekt haben, dann ist Technology eigentlich sogar recht nice. Weil er dann dementsprechend viel Schaden macht. Wenn Technology viel Schaden macht, dann ist Technology gut. Ich sag, Technology, wenn du es am Start findest, ist Technology in Ordnung. Weil dann kannst du dein Damage, den du gefunden hast, nicht drücken. Wenn du natürlich schon in einem guten Run drin bist und du nimmst dann Technology auf und drückst dein Damage übelst runter, dann ist scheiße. Ich bin schon kurz davor zu überlegen, ob ich mich freiwillig treffen lasse. Damit ich den Horror of Babylon Effekt direkt zum Boss kriege. Das wäre nämlich eigentlich sehr nice. Jetzt schauen wir mal kurz. Weil das sind nämlich gleich zwei Soul Hearts. Das ist stark. Richtig stark zum Start. Ups. Na gut, jetzt haben wir eh schon mal treffen lassen. Da ist nochmal einer, weißt du was? Wir machen das. Wie viel kommt da? Boah! Das ist ja übergeil! Pass auf, wir machen das. Wir lassen uns treffen. Whore of Babylon Effekt kommt. Jetzt haben wir nämlich Whore of Babylon Effekt machen viel mehr Schaden. Plus den Small Rock. Plus ein Eternal Heart. Das ist, ist jetzt schon wieder ein Traum, der Run. Das ist jetzt schon wieder ein Traum. Es tut mir leid, aber das ist jetzt schon wieder einfach nur geil. So, Gemini, ich freue mich. Das macht natürlich alles immer noch... Neoi! Der Rainmaker! Und, oh mein Gott, für den 7. Monat in Folge sehe ich gerade. Vielen Dank. Und genau, das ist aber Neske. Der haut die 13 Monate, beziehungsweise der fängt jetzt den 13. Monat an. Der macht sein Jahr voll bei mir. Der macht sein Jahr voll beim Wolfpack. Vielen Dank an dich. Für ein Jahr treuer hier im Wolfpack ist das übertrieben geil. Und ich sage euch eins, das ist eigentlich auch keine Scheißidee. Und jetzt habe ich schon wieder zu viel, jetzt habe ich schon zu viel Damage Upgrades. Oder kann ich es noch machen? Soll ich das jetzt noch machen? Es könnte mein Damage jetzt schon wieder drücken, was scheiße wäre. Ach komm, no risk, no fun, oder? Das ist gut, aber man hat mir gerade ein Herz weggenommen. Das ist nicht so geil. Wobei, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist es doch ganz geil, weil ich dann so den Horror of Babylon Effekt immer dauerhaft habe. Ich teste mal gleich mal, wie der Damage ist. Ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja gut, ich kann jetzt hier nichts mehr testen, das hat sich für mich erledigt. Hm. Weiß nicht, ob es eine gute Idee war. Auf jeden Fall habe ich weniger Herzen. Und das ist schon wieder scheiße, jetzt habe ich nur wieder keinen Horror of Babylon Effekt. Nee. Das ist jetzt schon ziemlich meh. Nehmen wir mal das Lockpicking mit. Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt sich wieder so lohnt. Also den Horror of Babylon Effekt brauche ich echt. Ansonsten wird Technology ein anstrengender Run. Sam geht auch mit Paysafeguard. Ja, es gibt alle Möglichkeiten eigentlich. Also, wer subscriben möchte, ich glaube, es gibt keine Möglichkeit mehr, wo es nicht geht. Es gibt Mobile, gibt Paysafe. Nur mit Steam kann man noch nicht bezahlen. Aber wer weiß, vielleicht geht das auch irgendwann mal. Denn Twitch hat letztens erst gefragt, ob noch irgendwelche Wünsche offen sind für Payment-Optionen.
Und ich krieg mein Health ab wieder. Geil, Alter. Jetzt brauche ich nur wirklich super dringend wieder so eine Blutspendemaschine. Super dringend. Damit ich wieder in den Hof war. Dann wird der Run nämlich wieder sehr geil. Jetzt ist gerade wieder so ein bisschen meh. Und auch weil ich keine Bombe habe, aber ansonsten. Ist auch geil. So. Mal ganz ruhig. Boah, das war irgendwie ein bisschen knapp. Komm, gib mir eine Bombe. Irgendeiner von euch hat bestimmt eine Bombe für mich. Das ist halt super chillig jetzt hier mit Technology, ne? Da wirst du halt nicht getroffen. Ich bin echt zweimal, ich brauche zwei Bomben, noch einen Stein. Ich bin echt nicht so der Technology Run Fan, weil entweder zieht sich's oder es ist so. Ich weiß nicht, ob Tiny Planet jetzt so eine gute Idee ist, weil dann habe ich den Laser um mich herum. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Also gerade, oder nee, macht er dann nicht einfach nur einen Bogen um mich herum, aber geht weiter? Stimmt, ich glaube, doch, es wird gut. Stimmt, der macht einfach nur einen Bogen. Noch ein Soul hat. Wie geil ist denn das? Der macht einfach nur einen Bogen um mich herum und geht, wird dann verlängert, ne? Wenn mich hier alles täuscht, oder? Ja, genau. Die Tränen sind halt jetzt dann Tiny Planet Style, aber das ist ja wurscht. Du bist ja eh mit Technology unterwegs. Das ist eigentlich recht nice hier. Ja, das Einzige, was du halt merkst, ist Schaden. Da, wenn du siehst, wie die Leiste von Envy runtergeht, das ist schon echt nicht gut. Aber dafür hast du halt die Vorteile, du triffst viele Gegner auf einmal. Hier mit Tiny Planet kannst du noch ein bisschen näher rangehen, um noch mehr zu treffen. Aber trotzdem. Ich weiß nicht, es kommt wirklich ganz drauf an, was wir noch kriegen in dem Run. Vielleicht kriegen wir ja sogar noch Homing Shots, dann mag ich richtig aus. Wie sollen denn Brimstone und Technology stacken, wenn der Brimstone-Strahl dreimal so groß ist oder fünfmal so groß ist wie der von Technology? Wie soll das stacken? Also logischerweise nicht. Gibt's keine Bomben? Krieg nicht eine Bombe? Da hinten war eine. Komme ich an die ran? Nein. Brauche ich eine Bombe für. Hahaha. Witzig. Ach man, muss ich jetzt echt zwei Soul Stones liegen lassen? Das ist schade. Eventuell im Shop. Ja, da gucke ich mal im Shop. Will ich nicht. So viel liegen lassen, ey. Schön. Ah, machen wir. Machen wir gleich ein ganzes Massaker an Soul Hearts. Kaufen wir gleich das ganze Paket. Oh, interessant. Zwei neue Bomben bekommen. Gar nicht so kacke. Ach, echt jetzt? Okay, nochmal zwei neue Bomben bekommen. Okay, lustig. So machen wir aus 0 Bomben 3. Bzw. aus einer gekauften 3. Das ist eigentlich dann wiederum sehr schön gewesen. Einzige, was nicht so schön ist, habe ich noch genügend Coins, dass ein Arcade Room kommen kann. Ja. Erstmal hauen wir Schub der Wub raus, direkt zum Start. Bevor er unnütz wird, weil direkt bei der Doppelmonstro-Kombo ist es recht angebracht. Eventuell gibt es ja noch irgendwie viel Tiers ab, sodass es mit den Tiny Planet Tiers sogar noch recht interessant wird. Kann passieren. Nochmal HP abnehmen, weil jetzt kann ich auch alle Herzen nehmen, die rumliegen, weil ne, wird eh nicht mehr interessanter. Stark. Machen wir. Das wird immer besser, Alter. Was ich jetzt auch eigentlich machen könnte, da brauche ich nicht spekulieren. Ah ne, ich spekuliere, oder? Spekulieren wir? Spekulieren wir. Geil. Ja, wir spekulieren. Auf einen nächsten Devil Room. Ah, da konnte ich jetzt nicht großartig ausweichen, das war ein bisschen doof. Ja, mit Little Brimstone ist das eigentlich recht nice, muss ich sagen. Oh, hier muss ich zwei Bomben opfern. Komme ich anders nicht ran.
Aber für ein Soul Heart macht man das doch gerne. Sehr schön. Okay, jetzt mit Little Brimstone, muss ich sagen, ist sie wieder ganz cool geworden. Dadurch, dass wir jetzt noch ein paar Guppy-Arte. Health down. Moment mal. Jawohl, jetzt habe ich auch nochmal schon auf Babylon-Effekt. Was soll's? Drauf geschissen, Alter. Hallo, auf Babylon-Effekt. Okay, jetzt wird's richtig interessant. Ich sag ja, ne? Das ist immer so eine Geschichte. Das ändert sich, von einer Sekunde auf die anderen kann der Run richtig interessant werden, obwohl er eigentlich nicht interessant ist. Wie sieht das aus? Ne, behalten wir mal als Lockpicking. Kann ich wenigstens die ganzen Kisten aufmachen for free. Was ist das? Lucky Foot! Völlig unnützes Item seit Rebirth irgendwie, habe ich das Gefühl. Das war zu normalen Isaac-Zeiten immer sehr geil, ne? Deswegen ist man ja auch meistens, ist man ja dann mit Kane gestartet, weil Kane dann einfach OP war. Helf ab! Wenn ich das jetzt mache, habe ich dann das Herz automatisch? Ich behalte es einfach mal nur. Und mach's nur, weil es irgendwie mal notwendig wird. Nicht, dass es das tun sollte, aber... Man weiß ja nie. Oh, Lil Brimstone. Du kannst einen ganzen Run mit Lil Brimstone machen. Der ist so OP. Ich habe falsche Bosswatch gemacht, ich mache nicht noch einen. Ach so, hat eine interessante Entwicklung der Run, das kann man schon so sagen. Jupp, schön. Kann man eigentlich auch gleich zweimal machen, komm, lass sie explodieren. Schade, dass ich jetzt erstmal in die komplett falsche Richtung gelaufen bin. Oh, oh, das ist echt der schlimmste Raum, in den du starten kannst, ey. So ein Arschlochraum. Ja, man kann alles trainieren, ne? Man muss nur dranbleiben. Und wenn es viele, viele, viele Stunden dauert. Double Dingle, der wollte mich verarschen. So unnötig. Nein. Oh, fuck. Oh ja, das ist jetzt super. Zu oft treffen lassen, nicht schön. Belt, sind wir ein bisschen schneller, Devil Deal? Ja, nein, vielleicht. Nein? Nein? Hm. Macht mich traurig. Das macht mich sehr traurig, aber egal. Alter, Brimstone ist schon echt stark, ne? Da kann man sagen, was man will. Da kann man echt sagen, was man will. Der Junge weiß, wie es läuft. So. Schöner Eve-Run. Versuchen jetzt hier ein bisschen Gas zu geben, wie es irgendwie geht, da wir ja eben ein bisschen hinterherhängen, dank Technology. Ja, jetzt brauche ich den Arcade Room aber ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Von dem her, ja. So ein bisschen erledigt. Strength, nope. Wobei, weißt du was, machen wir natürlich so, weil die Health-Up-Karte, die gibt dir nur den Container. Kann ich die Strength-Karte mitnehmen, falls irgendwie mal was ätzend wird. Immer ganz praktisch. Siehst du, wenn er den Larry Jr. so schnell killt, er ist das OP. Ah,
Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Nehmen wir den Counterfall, wenn ich mit. Nope, machen wir nicht. Blablabla. So, Schlüssel habe ich keine. Ich hab das Lockpick-Item, öffne eh schon keine Truhen mit Schlüsseln und habe trotzdem keine Schlüssel. Was ist denn das für eine Logik? Kann man hier irgendwo ein Schlüssel sein? Fände ich mal ganz nett. Schlüssel? Irgendwo lag einer, aber da kam ich nicht ran, ne? Schlüssel! Wieder nicht! Ja, das gibt's doch nicht. Ja, wer macht jetzt seinen Kopf zuerst auf? Fatzen, ey. Jetzt ist fast das Herz aufgenommen. Mann, es gibt keinen Schlüssel, wollt ihr mich verarschen? Es gibt keinen Schlüssel. Dann werde ich hier. Wie muss ich jetzt hier sprengen, damit ich darüber kann? So, Baby! Einfach ein bisschen tricksen. Ja. Ups. Okay, gut zu wissen, das klappt nicht immer. Dann halt so. Ja, ein bisschen unnötig viele Herzen verloren, aber mein Gott, hoffentlich hat es sich gelohnt. Gibt's was Gutes? Echt jetzt, die Minecraft Pickaxe. Warte mal, die können wir aber im großen Raum hier nutzen, oder? Nee, hier nicht. Kein guter Raum. Gab's keinen Raum, wo es interessant war? Nee. Die Nonnenhaube. An der Stelle. Nonnenhaube macht mit Guppys Head eigentlich schon recht viel Sinn. Aber Kompass ist auch schon, ey, ja, weißt du was, ich mache Nonnenhaube. Weil Nonnenhaube macht in dem Falle mehr Sinn, weil wenn du getroffen wirst, dann ist Guppy's Head instant wieder voll und kannst du drücken. Von dem her wird das auf jeden Fall so gehandhabt. Wobei ich ja natürlich nie Interesse habe, mich überhaupt treffen zu lassen. Aber das ist halt immer so ein Thema. Manchmal ist man ja dann doch noch ein Bewegungslegastheniker. Joa, Koffeinpille nehmen wir mit. Und ja, nice. Die Herzen nehmen wir auch mit. Diarrhea, lauf. Wizard. Und Amnesia, das ist mir alles ziemlich egal. Wir können weiter. Jawohl! Also ich denke mal, ich hätte schon noch mal jetzt irgendwie gerne ein Devil Item Schadensupgrade gekriegt, damit das mit Technology noch ein bisschen cooler ist. Aber ich meine, ich freue mich, Technology ist jetzt auch nicht so oft und gerade ich sag ja recht häufig Nein zu Technology. Von dem her kann man so einen lustigen Run schon mal machen. Boah, das war knapp. So, wo sind die Kollegen hier? Alle auf der anderen Seite. Ach, das war's. Ich hab den anderen schon erwischt. Nice. Ah, Schlüssel habe ich, da können wir ja reingucken. Spider-Bite, mei. Ist halt da, das Item. Oh Gott, oh mein Gott. Aber geil, so ein Technology, so eine Farbe hatte ich auch noch nicht. Fuck! Alter, was zum Teufel? Okay, dafür habe ich... Alter, dein Ernst? Fick dich! Ich
hasse dich, Bloat. Ich hasse dich. Ich verachte dich. Ich möchte deine ganze Sippe ausrotten. Verpiss dich aus meinem Leben. Die Farbe von diesem Technology hatte ich definitiv noch nie. Das ist aber cool. Die Fliegen machen halt leider auch nicht so viel Schaden, weil wir nicht so viel Schaden machen. Überlege ich jetzt gerade, Krampus Head mitzunehmen? Ja. Ich nehme Krampus Head mit. Macht mehr Sinn. Oh Mann, jetzt habe ich einen Check geguckt. Da ist dieses Hurenfick-Fotzenvieh in der Mitte. Fuck. Na gut. Scheiße. Ah, egal. Nächste Ebene. Geht mir das auf den Piss hier. Warte, warte, warte. Lockpick haben wir dabei. Verpiss dich. Ah. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jawoll! Devil D. Oh, scheiße, 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 scheiße. Okay, das war knapp. Also ist das ja hier ein schönes Gameplay, aber was haben wir hier? Das finde ich nix. Das finde ich nicht gut. Können wir leider aufgrund der Tränen nicht dahin schubsen, wo ich sie gerne hätte. Spider-Bite ist eigentlich recht nett. So mit Laser, weil du der dann immer verlangsamst. Das ist eigentlich recht nett. Hier hätte ich auch locker Krampus Head senden können. Ich werf gerade den Run total weg. Das macht mich ja gerade nicht so glücklich. Vor allem finde ich, dass die Tränen so um mich rum, finde ich jetzt mega verwirrend gerade. Denke ich immer, da sind irgendwie andere. Okay, mal schön auf die Champions direkt gehen. Muss ja wieder Pin kommen. Kommt aber verdächtig oft im Moment. Gerade noch verlangsamen können, bevor es hässlich geworden wäre. Oh, warum wird denn der Run auf einmal so stressig? Alter Verwalter. Ja, da gibt's kein Durchkommen. Nicht so viel Schaden. Wir sind schon Death 2, ne? Fuck! Mein Mom ist fast One-Hit, aber das bringt mir ja nichts. Das bringt mir ja gar nichts. Ja, jetzt habe ich natürlich noch mal ein bisschen Hoffnung auf dem Itemraum. Oh, fuck. Ja, manchmal ist das mit der Tränen ultra verwirrend. Change werde ich mir mal merken. Aufheben. Das wäre nur, falls im Itemraum jetzt irgendwie was Schlechtes ist, kann ich wechseln. Weil das funktioniert wieder da ist. Kann man einfach
rerollen mit der Rune. Ja, doch, der Run ist stressig geworden. Komm. Da freue ich mich jetzt sehr, dass ich Change habe, weil das gefällt mir gar nicht. Komm, was Gutes. Bitte, 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 bitte. Scheiße. Oh, das Herz liegt da absolut behindert. Müssen wir es halt wegsprengen. Oh, das wird interessant. Ich glaube, wir werden dann einfach so schnell Mom töten. Scheiße, das war nicht clever. Oh, ich bin ein Idiot, ey. Na gut, ist die rote Mom drauf geschissen, aber... Das hätte ich jetzt auch echt chilliger machen. Wobei, ja stimmt, mit der roten Mom... ist es ja auch grundsätzlich schwieriger, ne? Das gut einzusetzen. Also hätte... In dem Fall ist die rote Mom echt nicht so die günstigste. Boah, das meine ich mit wenig Schaden, ey. Fick dich. Wo habe ich denn jetzt das Herz her? Oh Gott, hat mir Strength ein Herz gegeben. Echt jetzt? Ich dachte, Strength gibt auch nur einen Container, kein ganzes Herz. Oh, fuck. Oh, scheiße. Fuck, wäre das Herz wieder weg gewesen? Ich hätte doch wieder nur einen Container gehabt und das wäre okay gewesen. Oh Gott, ist das verwirrend. Das ist eine XL-Ebene. Give me an Arcade Room. Ich mache keinen Schaden mehr. Ich glaube, das habe ich mir jetzt richtig derbe verbaut. Boah, das ist nicht gut, ey. Das ist gar nicht gut. Nein, und ich glaube nur so eine verfickte Ecke. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Jetzt zieht sich's. Ob ich da jetzt noch bis Mom komme, ist echt fraglich. Ohne Little Brimstone. Ja, ich hab's verbockt. Bin ich sowas von im Arsch. Den Run habe ich mir verspielt. Leider, leider. Nochmal Pin. Oh Mann, ey, was habe ich mir nur dabei gedacht? Puh, da kann mich jetzt nicht mehr viel retten, ehrlich gesagt.
Wie lange die Teile leben, wenn du mit Technology draufhaust, ey. Ach du Scheiße. Oh, ist das bitter. Ich muss die Scheiße aber gefühlt noch clearen, ey. Oh nee, muss ich nicht. Okay, alles klar. Muss ich nicht. Oh, ich habe ja die Chance, noch mal ums Hart zu killen. Oh, da kommt jetzt auf jeden Fall Mr. Fred, ne? Nee, Double Trouble Loki. Oh Gott. Oh, wohin, 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 wohin? Ich hoffe, es war vernünftig eingesetzt. Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich mache. Wo seid ihr? Oh, da lebt noch ein Kollege. Die Dinger gehen nicht weg? Verarschen? Verarschen? Du Heilige! So. Und jetzt auffüllen. Jetzt will ich nur noch mal Krampus-Head auffüllen, dann habe ich eine Chance. Aber die ist sehr, sehr gering. Also wenn jetzt hier nicht nochmal mindestens ein Soul Heart irgendwo droppt, dann wird's schwierig. Oh Scheiße, Scheiße, Scheiße. Wow, war das knapp. Okay. Zwei Räume noch. Ich muss auf jeden Fall noch einen großen machen, so wie es aussieht. Oh. Alter, ist das Stress, ey. Gut, dass ich den Spider-Bite habe. Den Spider-Effekt ist hier echt nur teuer. Jetzt kann ich es gleich machen. Ich habe meine Hoffnung liegt nochmal auf Geheimräume. Komm schon. So, hier schon mal nicht. Nur ein Soul Heart, das würde mich schon sehr glücklich machen. Auch nicht. Oh oh. Auch nicht. Was? Oh Gott. Alles oder nix. Alles oder nix. Ist ein akzeptabler Raum. Kann ich mitarbeiten. Hier irgendwo ein X. Irgendwo einen schönen Stein. Ich glaube nicht. Doch, da war tatsächlich. So, wird schwierig, aber. Wisst ihr, es ist mir. Ich muss den Run nicht mal schaffen, ne? Ich will nur Moms Heart töten, damit ich wieder meinem 200 Mom Kills einen Schritt näher komme. Das ist jetzt das Wichtigste. Und das ist eine abgefuckte Rolle. Wer hat sich denn sowas einfallen lassen, ey? Als Camps aus der Savior Mod, ey.
Mach mir, ich habe jetzt nur Angst vor den Augen am Anfang. Jetzt muss ich leider warten, ich kann es nicht direkt zünden, weil ich dann, glaube ich, viel verliere, oder? Es hat gar nicht so viel rausgerissen. Oh oh! Komm schon! Meine Fresse! Oh, Scheiße, ey! Puh. Alter Verwalter! Gut, es ist egal, ob ich es jetzt schaffe oder weiter schaffe oder nicht. Es ist mir herzlichst wurscht, weil ich habe den Momkill. Und das ist ja unsere hauptsächliche. Na, das ist halt. Deswegen nehme ich Technology einfach nicht. Das ist so random, ob da was Gutes bei rumkommt oder nicht. Von dem her. Ist mir. Das ist auch alles egal. Ich probiere es noch so weit wie irgendwie möglich. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kommt jetzt ein Soulheart und das geht irgendwie. Nee, da geht nichts mehr. Da hatte ich keine Chance mehr. Ist egal. 189 Momkills und das war, glaube ich, mein erster Death seit 20 Runs oder so. Muss alles mal sein. Ist auch nicht schlimm. Nur noch 11 Momkills bis zur 200. War ein interessanter und sehr anstrengender Run. Vor allem, weil du die ganze Zeit durchdrücken musst und wenn mein Daumen jetzt noch mehr wehtut.